So, jawohl. Hallo, liebe Facebook-Freunde, hallo, liebe Kunden. Es ist soweit, die Fußball-Weltmeisterschaft ist in Russland. Und wir haben uns überlegt, wir machen euch heute die Halbzeitspieße. Halbzeitspieße kommen wir jetzt nach, ich erkläre es euch. Erstmal will ich euch noch so vielen, vielen Dank sagen für die 1000 Likes. Das war eine richtig schöne Geschichte. Das Zweite ist, ich möchte euch herzlich danken für den Video-Vote. Also wir sollen auf jeden Fall Videos drehen. Das haben sie uns jetzt ganz doll bestätigt. Macht mir ja auch riesig Spaß. Und naja, also wir sind hier richtig mit allem ausgestattet, was es gibt. Wir haben eine dritte Pfeife dabei und dann geht's rund. Naja, also was ich heute mache, ist Folgendes. Ich habe hier einen super schönen Schweinekamm vom Schwäbisch-Hessischen Landschwein. Also wir bekommen ja unser Fleisch nur von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Das Schwäbisch-Hessische Schwein steht auf Stroh, wird aufgezogen unter dem Aspekt nachhaltige Landwirtschaft. Es ist nicht gentechnisch manipuliert, haben einen super Auslauf. Man sieht es auch hier, das Fleisch hat einen richtig festen Stand. Ja, also es ist eine super tolle Qualität. Ich sage mir immer, gib ein bisschen mehr aus, hast du was Vernünftiges, hier ist kein Wasser im Fleisch, das ist ein richtig schönes, super trockenes Fleisch, lässt sich schneiden, hat eine super tolle Marmorierung, das ist einfach eine Sache, die, das sieht man, ja, und die schneiden wir jetzt hier in kleine Scheibchen. Ja, also wir haben uns hier jetzt vorgestellt, den Halbzeitspieß zu machen. Das heißt, der Schweinekamm wird jetzt schön gewürzt und wird dann hier auf diese Spieße, die wir hier haben, die Holzspieße, aufgespießt. Wie so ein kleiner, sage ich mal, Mini-Döner. Ja. Oh, ole, ole, ole. Hier fällt jetzt auch alles runter. Okay. Und dieser Spieß, der soll dann, wenn angepfiffen wird, also klar, wenn ihr dieses im Fernsehen hört, dann müsst ihr den Backofen auf 150 bis 170 Grad stellen. Den Spieß hinein und hoffen, dass am Sonntag die Deutschen gegen Mexiko, also mein Tipp, Deutschland-Mexiko, 2-1 für Deutschland. Und wenn dann die erste Halbzeit gespielt ist und die Halbzeitpause kommt, ist der Spieß fertig. Also er braucht 45 Minuten, so ungefähr bei 150 bis 170 Grad. Was wir halt jetzt machen, ist, dass wir das Ganze würzen. Ich mache hier mal ein bisschen sauber, dass es ein bisschen ordentlich ist. Wir haben also hier jetzt unser Schweinefleisch. Das tun wir jetzt hier schön würzen. Ich mache da jetzt kein Öl dran, weil der Schweinekamm ist ja sowieso schön marmoriert und hat ein Fett. Und wenn ich das jetzt alles noch mit Öl da reinmache, dann läuft mir das alles so am Spieß entlang und das brauchen wir nicht. Wir hatten früher, wie wir die Europameisterschaft hatten, da hatten wir Schweinebüge genommen. Die sind aber immer leicht trocken geworden. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen den Schweinekamm, der wirklich schön marmoriert ist, saftiger ist dann. Ja, das haben wir jetzt gewürzt. Und nun nehmen wir uns hier so einen Spieß, beziehungsweise tarieren jetzt hier einfach mal die Schale aus. Und ich mache dann immer eine Portion von 750 Gramm rein. So. Dass wir dann halt dementsprechend 750 Gramm haben. Und dann setze ich den hier so auf. Ja, fang mal ein bisschen damit an. Und setze den hier schön so auf. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ein bisschen hoch machen. So. So, wunderbar. Und was gehört da noch drauf? Eine Zucchini und eine Tomate. Und schon haben wir einen fertig. Ja, also ich finde, man merkt es schon bei dem Fleisch hier, wie sich das verarbeiten lässt. Da ist nichts nass, das hält seinen Stand. Und bei so einem Spieß, bei so einem Fleisch, kann das nur was mit der Weltmeisterschaft werden. So. Ihr habt ja auch jetzt gesehen, dass wir seit neuestem einen YouTube-Kanal haben.
und einfach bei YouTube eingeben, Metzgerei Weber, Sulzbach oder Feinkost Weber und dann einfach Oliver Weber schauen, da, Moment, ein Zucchini und da seht ihr unseren bisher gemachten Videofilme. Wir freuen uns natürlich immer wieder auf Likes, die ihr uns gebt und Fragen, wenn ihr die habt, irgendwie einfach in den Kommentar hineinschreiben und sage, oh, mich hätte mal Lust, wie machst du das oder jenes, gell? Also wir lassen uns ein bisschen was einfallen, ihr habt das ja gewotet und ihr seht, wir geben immer Vollgas für euch und ab heute ist Donnerstag. Sind die bei uns in der Theke in Sulzbach und in Bad Soden zu bekommen. Wir nehmen für den Spieß 13,50. Das ist die Wertigkeit, die das Fleisch verdient hat. Und mit wenig Worten einfach nur geil, wie ich das immer so schön sage. Zack, die Zucchini drauf, die Tomate und schon haben wir drei Spieße. Voilà, ja, machen wir das gerade fertig. Ja? Und dann, wenn ihr das gebacken habt, nehmt ihr das aus dem Backofen heraus und schneidet das quasi ja, wie an so einem Fleischspieß. Mit dem Messer runter, dann habt man so wie so einen Döner. Macht euch einen schönen Krautsalat dazu oder einen frischen Salat irgendwie. Da kann man ja kombinieren in der Küche. Jetzt ist ja auch gerade so die Zeit, wo das ein oder andere im Garten schon gewachsen ist. Und das nimmt man dann mit rein. Ihr habt gesehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Könnt es nachmachen. Ihr könnt auch das Fleisch einfach nur kaufen und bastelt euch Spieße, baut es einfach selbst nach oder kommt zu uns. Und wir haben hier, wir haben für euch hier die Halbzeitspieße. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und denkt dran, 2-1. Ciao.